Also können wir anfangen? Ja. Okay, dann sind wir auf dem Friedhof. Es geht los in 3, 2, 1, los! Los! Was ist passiert? Ich bin empfangen, ja. Was? Ich bin offen für deine Gebete. Ich habe ein offenes Ohr für dich. Und vielleicht schon einen Wein zu viel getrunken. Das bringt mir doch jetzt auch nichts mehr. Warum? Ist jemand gestorben? Weil Totzi davon auch nicht wieder zurückkommt. Wer? Totzi. Totzi. Ja. Wer ist Totzi? Ich hasse meinen Job. Also, ich könnte mir hier vorstellen, also hier zu wohnen. Ich finde es eigentlich ganz gemütlich zwischen den, also Steinen. Hier? Ja. Auf dem Friedhof. Ja. Und vielleicht so ein bisschen mit Totzi kuscheln. Ey, so arrogant warst du noch nie. Du willst einfach zwischen den toten Geistern leben, ja? Und deren Seelenfrieden stören. Und was meinst du, wenn dann nachts die Vampire rauskommen wollen, ohne gesehen zu werden, und du stehst hier einfach mitten rum oder hast dein, keine Ahnung, deine Couch hier aufgebaut? Dann müssen die für immer in ihren Sägen bleiben. Also erstmal bin ich ein Heiliger, ich wurde gesandt von Jesus Christus, ich bin ein Sohn Gottes und in solchen Gefahren, also an Vampire glaube ich eh nicht, ich glaube an das Leben nach dem Tod und gesegnet seist du. Jetzt ein kühles Blondes, ey. Wenn ich so viel rede, dann wird mir immer ein bisschen wirr, wo erstmal jetzt ein kühles Blondes. Du gehörst doch überhaupt nicht hierher, oder? Ich? Ich bin ein Geheiligter von Jesus Christus. Ich bin Sohn Gottes. Hast du Der irgendwas Hingehe. geraucht? Das ist Sag mal, eine. Tom? Bist du das? Ey, wollen wir Halleluja für deine Oma singen? Wie früher im Kirchenchor. Ja, gerne. Okay. Halleluja. Achso, das Halleluja. Halleluja. Ach so, welches wolltest du denn Ja, singen? das Dann ist... Kirchliche, was von Je Gottes Sohn. Ich bin so gesandt Jesus. Okay, dann musst du mir das vorsingen. Ich kenne... Halleluja, 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 kreuzige dich. Also da hinten liegen meine Träume zum Beispiel begraben. Okay. Zum Beispiel eine nackige Frau. Das könnten wir beheben. Oh. War nur ein Angebot. Ich bin kurz Nicht? in Ohnmacht gefallen. Also, meine Mikrowelle macht voll gutes Popcorn. Ich meine, wir könnten auch zu mir nach Hause gehen. Hier ist vielleicht ein bisschen kalt. Wohnst du noch bei deiner Mutter? Ja, ist das ein Problem? Ich auch, also. Wollen wir den Psalm 23 sprechen? Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Okay, halt, stopp! Jetzt rede ich, okay? Ich habe gerade davon erzählt, dass ich noch bei meiner Mutter wohne. Ja. Ich möchte auch mal was sagen Ja, können. bitte. Totzi lag mir echt am Herzen. Totzi war die Frau Amen. Ach so, von bist Potzi. Und Potzi vermisst Totzi ganz schön. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal. Eine tote Katze, kann man die irgendwo vergraben? Oh Gott, das bringt Unglück. Nicht. Ist sie wirklich tot? Hör mal, schüttel die doch nicht. Das ist doch kein Überraschungsei. Ey, ich höre noch was. Ich glaube, du musst Mund-zu-Mund-Beatmung machen.
In der Bibel auf Seite 7 steht, dass Kinder gesund sein sollten. Und ich glaube, das gilt für Katzen auch. Diese Katze ist gesund. Gesegnet seist du, Katze. Ich denke, sie ist tot. Ja, sie ist jetzt von den Toten auferstanden. Fotzi wird auch auferstanden. Gotzi. Ja, ist Fotzi. Mein lieber Gott, bitte heil mir meine Krankheiten. Man muss auch immer an den schwierigen Zeiten an sich selber denken. Gesegnet seist du und heilig werde deine Oma, also hier, das, was auch immer das Wort ist. Das ist doch nicht meine Oma, die gestorben ist. Ich weiß doch nicht, von wem du redest die ganze Zeit. Diesen Waschbären, den du in der Hand hast. Nein, die Frau von meinem Waschbären. Ich denke, das habe ich jetzt reichlich deutlich gemacht. Das ist Potzi und Totzi ist gestorben. Aber ich brauche jetzt den Anzug von meinem Opa für die Hochzeit. Also, dies morgen. Ich fange an zu graben. Okay, gesegnet seist du und... Okay, hör auf mit der Scheiße, okay? Okay. Ich muss, bis es hell ist, diesen Anzug irgendwie hier rausbekommen. Kein Problem. Herr, gib mir eine Antwort. wenn du möchtest, sende mir eine Schaufel. Dann grabe ich. Okay, du weißt nicht mal, wo hier eine Schaufel ist. Ich denke, du bist hier zu Hause. Du tust so, als würdest du hier... Ja, das wäre deine Westentasche. Du willst sogar einziehen hier auf dem Friedhof. Dann müsstest du ja wohl auch... Egal, nimm deine Hände. Ist mir scheißegal. Herr, bitte vergib mir meine Sünden. Grab! Schneller! Hab ihn! Patsy. Armes Fotzi. Hab ihn! Was hast du getan? Zieh an. Ist vielleicht ein bisschen dreckig, aber das kriegen wir hin. Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Mögest du auf den Wegen gleiten Gottes. Meinst du nicht, dass wir dich in die Reinigung bringen? Nö. Hey, ich hab 'ne Idee. Patsy, du kannst einfach drin den Dreck ablecken. Wie wäre das? Ja, ja, okay. Ja. Geh hin in Frieden. Guck mal, das klappt total gut. Geh hin in Frieden. Geh hin in Frieden. Geh hin in Frieden. Nice. Wow. Fotzi. Ich meine Gotzi. Potzi. Leute.